Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und schauen uns an, in welchen Städten wir vorbeigekommen sind und welche bald auch noch angesteuert werden. Das Release Genf wurde letztes Jahr schon bei der Roadmap-Vorstellung durch Stefan Beck angeteasert und nochmal so zusammenfassend, das ist 4 Monate nach Florenz im Dezember 2020 veröffentlicht worden und das war dann auch der Beginn von mehreren kurzen Release-Zyklen, die wir dann nacheinander geschafft haben. So zum Vergleich nochmal, Florenz hatte insgesamt 10 Monate Entwicklungszeit und hier hatten wir jetzt nur 4. Initial war das vor allem wichtig, um auf mögliche Python 3 Bugfixes reagieren zu können, also um möglichst schnell Bugfixes auszurollen und dann die Auswirkungen davon zu begrenzen, also dass nicht jede Fachabteilung auf dieselben Fehler stößt. Fehler hatten wir in Florenz dann aber erfreulicherweise kaum, sodass wir umso mehr Zeit hatten für neue Features. Und inhaltlich haben wir uns daher dann in Genf ein paar Use Cases rund um die Diagnose umgesetzt. Also immer wenn ich hier von Diagnose spreche, meine ich natürlich die neuen Diagnoseanbindungen in Diagnostic System Concept. Genau, was haben wir da gemacht? Es ist jetzt zum Beispiel möglich, die Bauzustandsdokumentation zu erstellen. Wir können uns auf Steuergeräten mit bestimmten Berechtigungsstufen einloggen und man kann auch Steuergeräte flashen. Das sieht man unten auf der Folie an den drei neuen Operationen, die in das Interface Diag Setup Base eingeflossen sind. Weitere Punkte, die wir im Release umgesetzt haben, sind unter anderem in Capture Data Access. Da konnten wir Performance-Steigerungen im Umgang mit großen MDF-Dateien durch die Signaleinschränkungen ermöglichen. Da haben wir einfach nicht mehr die gesamte MDF geparst, sondern nur noch die Teile, die auch wirklich benötigt werden. Und damit sind dann auch Dateien mit mehreren 100 MB oder gar noch mehr kein Problem mehr gewesen. In Electrical Error Simulation und Simulation Model gibt es ein paar Usability-Verbesserungen. Zum einen wurden die Exception-Ausgaben sprechender gestaltet, wenn es keine XIL-Exceptions sind. Und außerdem nutzt die Latest-Angabe nun auch das XIL 2.1-Feature der Sorted Product Versions. Das bedeutet, dass wir keine Liste mehr von Tool-Versionen pflegen müssen und am Hill dann allerdings trotzdem noch das aktuellst installierte Release genutzt wird. Ja, das nächste Release führte uns dann nach Hamburg. Pi mal Daumen und abzüglich Weihnachten waren das wieder gut 4 Monate nach Genf, letztlich im Mai diesen Jahres. Und in der Diagnose haben wir das automatisierte Testen der SFD-Funktionalität für ODIS umgesetzt. Ganz allgemein kann man sagen, dass SFD das bestimmte Thema im Release war. Da musste intern sehr viel geklärt und umgebaut werden und auch Tests und Absicherungen waren davon sehr umfangreich. Das hat uns alle zusammen im Projekt wirklich stark gefordert. Das Ergebnis davon sieht man dann unten. Es gibt das neue Interface Diag SFD Base. Damit kann man dann zum Beispiel unter Einsatz der PKI-Karte oder eines anderen Zertifikats ein Steuergerät per SFD freischalten oder natürlich auch das gesamte Fahrzeug und auch das dann auch wieder verriegeln. In Abstract Test Variables haben wir die Bibliothek Bus Access nun unterstützt. Das heißt, man kann nun nicht mehr nur Simulations- und Steuergerätegrößen lesen, sondern auch Busgrößen. Und das war für uns dann der erste Schritt für die Aufwertung der Bibliothek Abstract Test Variables insgesamt, sodass sie im Alltag besser einsetzbar sein wird. In den nächsten Releases wird das dann auch fortgesetzt. Das werden wir dann in den nächsten Folien auch sehen. Abgesehen davon gab es auch wieder viele kleine Verbesserungen im Detail in verschiedensten Bibliotheken. Eine kleine Auswahl davon ist, dass im Operating System nun die Nutzung von Anmeldeinformationen ermöglicht wird. Das bedeutet also, dass man die im Windows Keystore gespeicherten Benutzernamen und Passwörter abfragen kann. Ja, da gibt es dann also, wie man unten rechts sieht, das neue Interface Credential Manager mit einem Getter drin. Und dann erhält man Benutzernamen und Passwort so zurück, wie man es zuvor in Windows sicher gespeichert hat. Ja, also dadurch ist es dann eben nicht mehr nötig, im Testfall Passwörter im Klartext zu speichern, wie das mitunter gelebt wurde.
Im Mapping gibt es nun Getter für Beschreibung und Einheit aus dem Variable Mapping und außerdem wurden die Log-Ausgaben bei der Initialisierung eines Mappings erweitert, sodass wir da noch ein paar kleine Lücken gegenüber dem sogenannten alten Mapping geschlossen haben und die Benutzung da einfacher fällt. Ja, Innsbruck ist 3,5 Monate nach Hamburg im August diesen Jahres entstanden und ist auch nach wie vor das aktuelle Release im Konzern, was im täglichen Einsatz ist. Es ist insgesamt nicht so groß geworden wie die anderen, weil wir auch an den Tooling-Updates für XAMPP 5.0 beteiligt waren und das im Q2 und Q3 natürlich in der heißen Phase war. Und außerdem sollte das Release noch klar vor dem XAMPP 5.0-Testphasen veröffentlicht werden. Einfach damit den Anwendern nicht zu viel abverlangt wird. In der Diagnose haben wir für Diagnostic System Concept noch weitere fehlende Use Cases umgesetzt. Das umfasste zum einen den Stellglied-Test ausführen. Das sehen wir unten links, das ist das Interface Diag Actuator Testbase ergänzt worden mit Operationen zum Starten und Stoppen der Stellglied-Tests, aber auch zur Zustandsabfrage und zum Warten, dass so ein Stellglied-Test beendet wurde. Dann ist es nun möglich, Parametrierungen zu schreiben. Dafür gibt es das neue Interface Parameterization Base mit Operation Download Dataset. Da kann man Datensatzdateien dann auch auf die Steuergeräte schieben. Genau, dazu noch das ein oder andere Komfortfeature, unter anderem die Abfrage des Steuergerätenamens, wenn man OLIS nutzt, dass man nicht nur mit den ECU-IDs arbeiten kann, sondern dass man dadurch oder dass man auch den Namen davon abfragen kann. In Abstract Test Variables haben wir eine Möglichkeit geschaffen, um zuvor getätigte Änderungen rückgängig zu machen, also um auf einen definierten Ausgangszustand zurückzukehren. Das Ergebnis sieht man unten rechts. Das ist das neue Interface Apps Undo Base mit verschiedenen Operationen, um Änderungen rückgängig zu machen oder diese Änderungen auch zu akzeptieren. Diese Undo-Groups, von denen man da liest, die sind vielleicht auch aus Inka bekannt. Dort gibt es ein ähnliches System. Und grundsätzliche Funktionalität ist dadurch, dass die Schreibvorgänge getrackt werden, dass man die dann am Ende auch rückgängig machen kann. Also bei jedem Schreibaufruf wird zunächst der Initialwert gelesen, um diesen dann bei Bedarf am Ende dann zurückzuschreiben. Gut, kommen wir zu Jakarta. Das wird das nächste Release werden und es ist ein ganz besonderes Release. Zum einen, weil es im Gegensatz zu all den anderen Folien, die ich schon gezeigt habe und noch zeigen werde, gar keine coolen Bilder der Stadt im Audi Media Center gab, sondern weil es wegen XAMPP 5.0 auch ziemlich groß wird und viele Neuerungen mit sich bringt. Allen voran sollen halt die Testphasen sich nicht überschneiden. Das heißt, die Jakarta-Tests in den Fachbereichen sollen erst nach dem XAMPP 5.0 Release kommen, einfach um nicht Jakarta mit 4.9 und Jakarta vielleicht doch mit XAMPP 5.0 und so weiter in allen Kombinationen testen zu müssen, sondern es soll den klaren Cut geben, dass Anfang nächsten Jahres XAMPP 5 kommt und danach beginnen die Testphasen für Jakarta. Sodass dann ungefähr mit einem Release im April oder im Q2 zu rechnen sind. Genau, im Vergleich zu den vorigen Releases ist das ziemlich lang. Das hat natürlich Vorteile, dass wir auch größere Dinge und Konzepte umsetzen können. Aber uns ist dennoch wichtig, dass bereits umgesetzte Anforderungen schnell einen Mehrwert in den Fachabteilungen schaffen. Und deswegen können wir da auch nur verstärkt die Vorablieferung anbieten, um eben Features direkt nutzbar zu machen, auch weil wir sie schon fertig haben. Über den aktuellen Entwicklungsfortschritt informieren wir die Anwender im Konzern ja immer über die Spock-Runde, die regelmäßig nach unseren Sprints stattfindet und vermerken das auch im Examwiki. So ist dann ganz gut nachvollziehbar, wie sich das Changelog füllt und was alles schon umgesetzt wurde. Genau, hier auf der Folie sehen wir das, was jetzt auch schon Stand heute fertig ist. In der Diagnose haben wir noch die Steuerung des Transportmodus ergänzt. Das sieht man links unten. Es ist das neue Interface Diag Operation Mode Base. Das ist keine Raketentechnik, aber es war der letzte Use Case, der fehlte, um die alte Diagnoseanwendung, also Base Diagnostics, auch im DSC zu nutzen. Das heißt, alle Nutzfunktionen aus Base Diagnostics sind nun in DSC verfügbar und können dort genutzt werden. Es gibt da jetzt
keinen Grund mehr, das alte Interface zu nutzen. Und außerdem gab es noch ein paar Verbesserungen im Detail, um die Usability zu verbessern. Zum Beispiel, dass Shortnames und Data Identifier auch beim Lesen der Messwerte in Read Measurement Groups genutzt werden kann. Jo, in der Bibliothek Abstract Test Variables gibt es auch wieder Neuigkeiten. Ganz konkret ging es um Verbesserungen bei den Messaufzeichnungen. Das heißt es konkret, Capture-Config-Objekte mussten bisher für die konkrete Bibliothek erstellt werden, also aus Simulation Model oder Application System. Das wurde nun verbessert und es werden automatisch für die richtige Zielbibliothek Capture-Config-Objekte erstellt. Und das gilt insbesondere auch Datenquellen und bibliotheksübergreifend. Damit das funktioniert, wurde ein neues Interface geschaffen, Apps Capture Func, was eben die Separierung der Signale ermöglicht und bei Bedarf mehrere Aufzeichnungen startet, die dann am Ende auch gesammelt zurückgegeben werden. Genau, sieht man unten in der Mitte. Nächster Punkt ist, dass in Application System für alle drei Tools, also Inka, Canopy und Control Desk, die Möglichkeit ergänzt wurde, auf Busgrößen zuzugreifen und die natürlich auch aufzuzeichnen. Ja, das kennt man eben von der manuellen Verwendung der Tools am Hill und das soll natürlich daher auch in XAMN gehen. Das Verhalten ist praktisch vergleichbar mit denen von normalen Messgrößen und erweitert damit den nutzbaren Umfang in XAMN dann schon deutlich. Die nächste und auch größere Neuerung ist, dass unter Basic Tool Access die Toolbibliothek für Control Desk geschaffen wurde. Das sehen wir unten rechts. Das ist komplett neu entstanden. Auch das gesamte Cluster wurde restrukturiert. Und das ist jetzt die erste Bibliothek für die Bereitstellung von nicht fachlichen Features, also die, die nicht so recht in eine fachliche Bibliothek passen, weil es eben Tool-Features sind, die man auch nur in diesem Tool findet, üblicherweise. Perspektivisch sollen auch noch weitere Tools integriert werden, zum Beispiel NovaCards und die diversen Vektor-Tools. Ja, mit dem Stand, den es jetzt gibt, kann man Control-Desk natürlich öffnen und schließen. Man kann die Projekte laden und schließen und auch die üblichen bekannten Zustände aktivieren und deaktivieren. Und das ermöglicht jetzt zum Beispiel schon die Nutzung von Control-Desk zur Anzeige des aktuellen Zustands, wenn man aus XAMN heraus eigentlich Simulation Model und Xil verwendet. Ja, das haben viele Anwender vermisst, dass sich kein Control-Desk mehr öffnet. Das kann man hier aber bei Bedarf im Admin-Case nebenbei noch öffnen lassen. Man muss dann also nicht mehr irgendetwas von Hand einrichten oder irgendwie vorher laden oder sich gar User Solutions schreiben. Genau, letztlich noch in Electrical Error Simulation. Da haben wir nun die Unterstützung für die Erzeugung und Wiedergabe von Fehlersequenzen ergänzt. Das heißt, die schon älteren beiden Interfaces Error Sequence Generator und Error Sequence Playback wurden nun umgesetzt und sind vollständig auch abgesichert. Sehen wir unten links im Bild. Ja, gut, noch nur abschließend ein kleiner Ausblick auf die kommende Zeit. Was wir uns auf jeden Fall noch vornehmen, ist Python 3.9 einzuführen, weil es ja jetzt auch vom XAMN 5.0 Client unterstützt wird. Also der XAMN 5 Client und der Python Editor drin ermöglichen dann die Nutzung von Python 3.8 und 3.9 Sprachkonstrukten, werden also keine Fehler und so weiter angezeigt. Und die Features wollen wir natürlich auch weitergeben. Genau, damit das dann auch klappt, müssen natürlich etliche Bibliotheken überarbeitet werden und es gibt auch einen neuen XAMN Python Installer, der dann dieses Gesamtbundle bereitstellt, wie man es auch schon aus Python 3.6 kennt. An der Stelle kann ich auch gleich alle beruhigen. Der Umbau ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Hub von Python 2.7 auf Python 3.6. Also es gibt überall Kleinigkeiten, die mal vielleicht angepasst werden, aber es ist ein Kinderspiel gegenüber dem Update von Python 2 auf 3. Ja, also ich nehme an, die wenigsten User Solutions müssen geändert werden und wenn, dann ist es kein großes Ding. Am Ende wird es auch so sein, dass Python 3.6 nicht mehr unterstützt wird, da kein Single Source mehr machbar ist. Also es gibt dann doch zu viele Änderungen, die es verhindern, dass wir beide Releases unterstützen können.
Ja, die Zeit ansonsten füllen wir natürlich mit der Diagnose. Da kann man auch sagen, dass die meisten der neuen Anforderungen, die derzeit so reinkommen, mit der Diagnose zusammenhängen. Und eines der nächsten Themen wird sein, die wir angehen, dass die übersetzten Werte, wie man sie aus OLIS kennt, auch im Examen zur Verfügung stehen. Also in OLIS wird ganz oft ja auch auf Deutsch gearbeitet. In Examen kommen aber die englischen Werte an, also geht um Stringwerte. Und das würden wir gerne auch ergänzen, dass sowohl die deutschen oder die übersetzten wie auch die englischen Werte zur Verfügung stehen in Examen. Ja, und noch ein paar offene große Themen sind SAM-IP und die serviceorientierte Diagnose. Da muss man einfach sagen, da müssen wir mal sehen, was die Zeit bringt. Bei SAM-IP haben wir Voruntersuchungen und Prototypen seit Genf, also seit Mitte letzten Jahres, durchgeführt. Wir sind also grundsätzlich vorbereitet. Wir haben Implementierungen da, um aus Examen heraus SAM-IP zu nutzen. Aber es mangelt einfach an geeigneter Testmöglichkeit. Und wir wollen keinen Stand releasen, der nur mit Dummies und Co. getestet wurde, sondern der auch wirklich mit echten Steuergeräten funktioniert. Und bis dahin müssen wir leider noch warten. Ähnlich ist es bei SOD, das ist auch ein heißes Thema und ist uns bewusst und wir versuchen, so gut es geht, etwas zu tun. Aber auch da mangelt es noch an der grundsätzlichen Tool-Unterstützung, sodass wir da auch noch nichts automatisieren können. Ja, und je nachdem, wie schnell es da nun vorwärts geht, kommen die Features entweder noch in Jakarta rein oder es wird eben in Kopenhagen dann im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht. Gut, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags angekommen. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt können wir zu den Fragen und zu anderem Feedback kommen.